Hier zum Beispiel. Der hier hat noch 26 Smating-Boxen. Und das bedeutet 52 Hate Products! Let's go. 52 Ape Products aus dem Nichts. Let's go, Baba. Ich sage 666, wäre eine coole Zahl, wenn es klappt. Oh, let's go! Yeah, let's go! Was war's? Was war's? Oh mein Gott, ich habe nicht hingeschaut. Oh! Wieso hole ich mir für das Geld nicht das neue Schmuckset? Kann mir das jemand erklären? Oh, no way! Ich hab wieder nicht hingeschaut. 300 irgendwas? 400? Ich hab wieder nicht hingeschaut. Oh, shit. Shit. Damn. Hab gerade extra meine Freundin versetzt, damit ich dir beim Upgraden zusehen kann. Easy plus 20. PS, ich mag Gurken. Damn. Ah, okay, schade. S10, okay. Das ist ja so weird. Achso, mein Blade war fertig, ne? Ja, genau, mein Blade war auch fertig. Und der ist auch fertig. Das heißt, wir müssen aufhören bei 15. No, no, it's a no. Oh, sheesh. Ja, 905 oder so waren es jetzt, glaube ich. Scheiße, jetzt habe ich wieder nicht hingeschaut. Meine Fresse. Ich wollte mir nur kurz aufschreiben, dass mein Blade mit Battle Pass fertig ist. Und dann klappt es einfach genau in dem Moment. Das wäre so lächerlich. Alter Schwede. Und lohnt sich das? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also in meinem Fall wahrscheinlich schon, aber normalerweise wahrscheinlich nicht. Glaube. Ey. Ey. Mein Gesicht, wenn der jetzt in unter 100 auf 20 geht. Das ist mein Gesicht. Das ist kein Filter, by the way. So sehe ich wirklich aus. Alright. Wie schnell schneller als meiner? Weiß ich nicht, ich habe nicht hingeschaut, weil es zu schnell ging. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es klappt. Hatte nicht damit gerechnet, dass es klappt. Um ehrlich zu sein. Da verkauft jemand 58 Apros für nur 7,2 Mio each. Bis ich nochmal in den glücksspielsüchtigen Laben. Oh, let's go! Es waren unter 100! No way! Es waren unter 100! Let's motherfucking go! Entschuldigung. Es waren unter 100 von 18 auf 19. Ey, yo! Let's fucking do this! Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Für diejenigen von euch, die das noch nie live gesehen haben, 8 Char Quest Abuse. 11 Millionen Penya, verdammt, das sind nur 11 Millionen. 11 Millionen Penya, 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 11 Millionen Penya und 11 Millionen Penya. 88 Millionen Penya in Sekunden verdient. So verdient man 88 Millionen Penya in Sekunden. Easy money. Easy money. Ich fühle mich wie ein Drogensüchtiger vor dem nächsten Schuss. Eieieiei. Okay. Sonst nochmal 66 Millionen. Gut. Das hatte doch vorhin jemand gesagt im Chat. Vigo plus 19, von 19 auf 20 mit 25 Tries. Hat doch vorhin irgendjemand geschrieben. Ich meine, wir sind bei 250 Tries plus PD10 gleich noch.
Wenn das klappt, BP Main. Nie im Leben. Nie im Leben. Ich dachte mir, es ist viel chilliger, über 8 Stunden volles Diablo zu spielen, verglichen mit den Run. Naja, gut, aber wie oft spielst du schon 8 Stunden Elementor am Stück? Ich meine, würde jetzt wahrscheinlich nicht so oft vorkommen, oder? Außerdem ist es nur eine Sache der Gewöhnung. Und wie gesagt, Face Tank ist jetzt eigentlich nicht so viel chilliger als Hidden Run. Also ich meine, das Pullen der Monster ist 1:1 gleich. Du greifst sie an, machst Poison Cloud, downst sie schon ein bisschen etc. Bis du irgendwann stehen bleibst halt. Und dann musst du dich healen und zeitgleich angreifen. Also so viel chilliger ist es jetzt eigentlich nicht. Also 8 Stunden Facetank mit einem eigenen RM ist jetzt nicht wirklich gerade was, das würde ich jetzt nicht gerade als chillig bezeichnen. Definitiv nicht das Wort, was ich verwenden würde. Finde, Flife-Mentalität kann man richtig gut aufs Leben übertragen. Habe jetzt 8 Freundinnen. Er hat's verstanden. Er hat's verstanden. Der Korallcloak. Nee. Er passt tatsächlich ganz gut zu meinem Equip oder zu meinem Outfit, weil ich eh schon goldschwarz habe und der Cloak ist auch goldschwarz. Aber das Design von dem Cloak ist halt einfach ass. Ist halt so ein klassischer Handtuch-Cloak. Das ist so ein klassischer Handtuch-Cloak. Ich mag diese Handtuch-Cloaks nicht so sehr, muss ich sagen. E-Product Gamble? Was? Wieso E-Product Gamble? Wieso sehe ich eigentlich jeden Tag Christophs Maul? Wieso ist der jeden Tag hier, Mann? Du auch? Ich mache einfach 22 Interdiscrolls, ist egal. Die werde ich schon früher oder später brauchen. Also ich habe jetzt nicht vor, sie alle zu benutzen. Aber ich will auf jedes Teil 2 Int, weil ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass hier gar nichts drauf ist auf den Boots. Und auf Gowns, Stuff und... Also ja, die drei müssen auf jeden Fall mindestens 2 bekommen. Let's go. Int plus 1. Ich will einmal 4 bekommen, ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe in Flife Universe noch nie doch einmal ist bestimmt schon gerollt. Aber halt legit erst einmal. Mein Gut, es hat auch nur eine 1% Chance, muss man dazu sagen. Ah, oh, Mist. Schon 2x2. Ja, letztens 15 Tries hintereinander 1. Das hatte ich auch schon mal. Damn, dreimal hintereinander die 2 gehittet. Na gut, es hat alles Int plus 2. Das heißt, wir haben insgesamt jetzt 4 Int mehr. Damn, das ist fast genauso gut wie mein ultra krasses Pet. Ja gut, ein paar können wir noch benutzen, weil es ging jetzt relativ schnell. Aber eine 3 hat ja schon nur 5%. Also du hast 6%. Du hast 6% auf 3 oder 4 und 94% auf 1 oder 2. Dieses Scrolls sind ja auch so absoluter Schmutz einfach. Naja, ich glaube, ich lasse es lieber. Jetzt kriege ich keine 2 mehr. Oh mein Gott, nicht dein Ernst. Klingt fair. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso. Also ich meine, 4, okay, aber Alter. Das 3 halt auch nur 5%. Ey, wenn ich jetzt die 2 nicht... Alter, nicht dein Ernst. Jetzt verballere ich alle meine Scrolls, nur um die 2 wieder zu bekommen. Nee, da ist sie wieder. Naja, ich glaube, ich lasse es so. Immerhin ein kleines Upgrade. Ein small, humble Upgrade.